Hallo meine Freunde und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Super Mario Bros. Deluxe Let's Play. Genau, wir sind bei Part 6, sechste Welt, Level 6.1, haben 4 Leben und ich will nicht ewig rumlabern, was ich auch sonst immer sage, und starten wir nun. So, ich glaube, was ich im Let's Play zuvor schon angesprochen habe, dass uns in der sechsten Welt hier ein bisschen Schnee erwarten wird, Quatsch, nicht Schnee, sondern das hier ist die Welt, die Nachtwelt, also hier ist es immer meistens dunkel. Normalerweise blitzen da auch ein paar Sterne am Himmel, aber ich glaube in dieser alten Version nicht mehr. Das war in der neuen Version war es so auf jeden Fall. Ja, so, Lakito haben wir gleich mal ausgeschaltet. Der sollte uns jetzt mal für circa, ja, eine halbe Minute, sage ich jetzt mal, bleibt er uns kurz vom Hals. Würde aber dann wieder auftauchen, um uns Schrecken bereiten zu können, beziehungsweise das will er ja immer. Und vielleicht kommen wir aber auch noch ein bisschen ungestraft davon. Nein, er ist zwar hier aufgetaucht, aber hier haben wir auch schon das Ziel vor Augen und jetzt haben wir gar nicht lang gebraucht. Ich habe kein einziges Mal gefailt und darüber kann ich jetzt auch mal zufrieden sein. Ansonsten habe ich ja meistens immer gefailt, wie gesagt, in den meisten Leveln, vor allem in Bowser Castles. Und ja, paar Raketen gibt es auch noch oben drauf, finde ich ziemlich gut. Und ja, starten wir den nächsten Level, 6-2. So, das ist wieder mal dasselbe. Also die ersten zwei Level sind meistens immer gleich gegliedert, bisschen. Also gleich aufgebaut, meine ich eigentlich. Hupsala. Und diese Schildkrötenpanzer ganz schön aggressiv drauf hier. Und das ist ein Level mit vielen Rohren. Hier geht es auch öfters mal und ich glaube zweimal oder so geht es hier auch wo rein. Aber wo genau, das weiß ich jetzt nicht. Natürlich kann ich es ein bisschen ausprobieren. Im Geheimgang gibt es wahrscheinlich immer ein paar Münzen oder sowas. Ja, meistens Münzen, wie gesagt, oder Leben, Items, je nachdem. Ja, da haben wir das erste Rohr schon mal entdeckt und es ist Wasser. Ganz toll. Blooper hat uns gleich mal zerstört. Ganz toll, Blooper. Da haben wir noch einen zweiten Blooper. Und hoffentlich nicht mehr so viele. Doch, noch mal einen Fuck. Der Blooper kann einen ganz einfach und schnell mal umbringen. Aber ich habe nicht gefailt. Bin gleich wieder mal zurück von dieser schrecklichen Wasserwelt. Und wir können fortfahren. Hupsala, lange Schlucht. Trotzdem. Ja. Die meisten Level müsste ich so oder so eigentlich auswendig kennen und können. In dem Fall sogar. Weil das einfach Standard ist hier. Hier müsste es sogar noch mal reingehen. Genau. Zweite Station. Dann können wir uns hier auch gleich mal das nächste Item holen. Und dann sind wir schon mal nicht mehr so gefährdet. Vor der Schlucht ist man natürlich immer gefährdet, aber ich meine jetzt mal gefährdet von ja, Gegnern, Enemies. Sind jetzt mal nicht so. Der dürfte uns hier eigentlich gar nicht treffen. Sehr gut. Rüberjumpen. Ab ins Ziel natürlich. Ja, nicht ganz die Punktezahl erreicht. Ich wollte ganz oben an der Fahne, aber immerhin habe ich das Level geschafft. Und trotzdem sind es die 100%. Ja, was ich mir gedacht habe, ich könnte vielleicht mal ein extra Video machen, wo ich das ganze Spiel mit Cheats durchspiele. Also nicht wirklich Cheats, aber halt mit Abkürzungen, Geheimgängen, dass ich das mal so ein bisschen hier durchzocke und euch mal zeige, wie man das auch in der schnellen Verfassung machen könnte. Ist relativ einfach. Den ersten Geheimgang habe ich selber rausgefunden, den zweiten glaube ich auch und den dritten, den habe ich aber dann mal nachschauen müssen. Weil ich wollte einfach rausfinden, ob das auch wirklich geht. Und anscheinend, ja. So, Level 6.3. Das sieht mir jetzt mal aus. Ja, nach Nacht wieder mal. Aber diesmal sind wir auch wieder. Diese Türme da sind immer gleich. Und das war, liebe Leute, mein erster Fail in diesem Level. Gratulation! Da gibt es einen heftigen Applaus dafür. Der erste Fail in dem Let's Play, aber erst im dritten Level. Na, Respekt vor mir selber. Ansonsten habe ich doch mindestens immer im zweiten Level oder so mal gefailt. Aber diese Trampoline, die kann man hier auch ein bisschen schlecht verwenden, muss ich ehrlich zugeben. Mein Gott, oh Gott. Also da muss ich jetzt ein bisschen Training, also ein bisschen trainieren, üben. An dieser Stelle, denn Trampoline sind hier ziemlich scheiße, muss ich ehrlich zugeben. Da weiß man nicht genau, wann man auf Jumpen drücken soll oder wann nicht. Gut, jetzt war es richtig geraten. Man muss nämlich genau dann hüpfen, wenn man genau auf das Teil drauf kommt. Und das ist eben das Schwere hier. Na toll, mein Pilz bekomme ich wohl auch nicht mehr. Das ist natürlich schade und scheiße zugleich. Naja, es kommt, wie es kommt. Aber wenn ich jetzt hier ungefähr beim halben Weg bin, dann so bin ich auch ein bisschen mehr geschützt und kann das Level vielleicht auch leichter überstehen. Aber es kommt halt immer auf die Gesamtsituation an. Kugelwillis sollten jetzt nicht mehr so arg sehr viele auftauchen, hoffe ich mal zumindest. Und ich hoffe auch, dass das Ziel jetzt hier schon in Reichweite schon bald sein sollte. Ja, da ist es. Ja, schnell rüber. Die Burg ist ein bisschen grau gefärbt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die sieht ein bisschen anders aus wie sonst immer, aber
Ich habe keinen entsprechenden Grund dafür, warum das so sein kann, warum das so ist oder was auch immer. Ja, jetzt habe ich zweimal diesen Level gefailt, wurde ja auch Zeit, dass der Fail noch langsamer auftaucht. Weil bei Super Mario Bros., ja, da kommen die Fails wirklich mal in die. Also ich glaube, ich habe jetzt in jeder Welt mindestens einmal gefailt, oder? Wenn nicht, ich kann ja meine eigenen Videos auch nochmal verfolgen und nochmal ein bisschen durchschauen, aber ich glaube, ich habe überall mindestens einmal gefailt. Das Minimum war wirklich einmal. Aber das ist mir scheißegal, solange ich trotzdem noch weiterkomme und das alles passt, dann passt alles. So, Level 6-4, also Bowser's Castle. So, dies ist natürlich schon etwas anspruchsvoller gestaltet, denn das ist jetzt mal richtig schwer. Ihr seht gleich, nächster Fail, das war Fail Nummer 3 in dieser Runde. Sehr schön. Nein, das ist natürlich nicht schön. Aber meine Ironie ist auch nicht wirklich so gut hier an dieser Stelle jetzt gewesen gerade. Tja, wie soll ich da jetzt anständig rüberkommen, ohne mich zu verletzen? Das kann man sich wirklich manchmal denken, oh mein Gott, wie kann man da wohl rüberkommen? Aber ja, hat ganz gut hingehauen an dieser Stelle. Okay. Ist natürlich schon jetzt ein enormer Schwierigkeitsgrad mehr. Gleich an dieser Stelle mal. Und wenn ihr euch das genau anschaut, diese Castle hatten wir schon mal. Upsala. Wenn ich jetzt mit dem Pilz zum Bowser komme, kann ich mich einfach den Pilz abzocken lassen und dann voll zum Ziel gehen. Oh, der wirft schon Hammer. Genau, in der 6., 7. und 8. Welt wirft Bowser Hammer, aber ich habe es immerhin gut hinter mich bringen können. Das war's. Thank you, Mario. But our princess in another castle. Tja, dieser Spruch wird noch einmal auftauchen in der 7. Welt und in der 8. Welt haben wir dann Peach endlich befreit. Ja, die Burg wird noch einmal zerstört, wie gewöhnlich bei den 5 anderen Versuchen vormals. Und ihr seht schon, jetzt sind wir schon in der 7. Welt und die machen wir natürlich dann im 7. Let's Play. Ich hoffe, ihr schaut dann dieses Video auch an. Denke ich mal. Es wird dann noch ein 8. Video geben, natürlich mit der 8. Welt. Und dann werde ich mir noch diese, da gibt es noch so Art Minispiele oder sowas oder so Wettkämpfe, wo man dann gegen Bu, also gegen den Bu antreten muss. Ihr wisst schon, diesen Gespenst Bu da eben. Ja, da muss man gegen den so antreten. Wer schneller am Ziel ist oder so, da gibt es noch ein paar Bonus-Games und so. Und die werde ich auf jeden Fall auch mal ein bisschen Let's Playen. Mal schauen, ob das auch noch gut hinkommt. Und wenn dann, können wir auch schon ein neues Projekt starten. Also es geht ziemlich gut voran hier und ja genau, machen wir dann eben ein neues Projekt. Und hiermit verabschiede ich mich ganz herzlich bei euch und wir sehen uns dann morgen zu Wario Land. Natürlich wieder in der Secret World im Sherbert, wo wir da jetzt gerade an. Also macht's gut und bis dann.